Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Zoo. In der letzten Folge sind die Klapperschlangen eingezogen. Der Rest der Folge noch ein bisschen ein paar Bäume gefällt. Und diese Folge würde ich vorschlagen, einmal werden wir ein paar Gehege bauen. Ach, Gehege kann man natürlich sagen. Für Ausläufe für Schafe und Schweine. Aus einfachem Grund, weil wir die Tiere einfach mal brauchen. Ich hoffe, weil ich mir die mein Bett machen will. Und Schweine, weil wir meine Crafting-Rezepte noch brauchen werden. Ich habe noch einen rechtzeitigen Moment zum Glück noch rückgekommen. Jetzt wieder mal einen Bogen gemacht. Mal in die hier hinein. Ach ja, und was ich mal außerhalb von der Aufnahme mal entdeckt habe, mal in einem anderen Safe, von einer anderen Welt. Und zwar kann man aus den Pelzen hier Leder gewinnen. Und das werden wir mal ausnutzen, weil wir wollen uns ja mal irgendwann auch mal einen richtigen Rucksack machen. Von daher hier ist nicht verkehrt, wenn wir mal ein bisschen Leder sammeln. 14 Äpfel. Und jetzt bestimmt mal bald was anfangen. Und wir stellen mal jede Menge her. Jede Menge Zäune. So, dann machen wir mal eben kurz ein Zauntor. Besser gesagt zwei. Und dann nochmal jede Menge. Und was wir jetzt hier zauntechnisch machen, das werden wir nie und immer brauchen. In dem großen Maß eigentlich. Das ist eigentlich ein bisschen überbewertet, sagen wir es mal so. Aber so, Faden brauchen wir auch jede Menge. Von daher Creeper lassen wir mal in Ruhe, zumindest versuchen wir es. Wir den am besten in Ruhe lassen können. Wenn du explodieren willst, dann bitte außerhalb vom Dorf, ja? Okay, ich glaube, der lässt uns jetzt erstmal in Ruhe. So, hier irgendwo, wo gerade viel Platz ist, zum Beispiel hier. Hier mal einen schönen großen Auslauf. Meiner Meinung nach kann auch ruhig Wasser drin sein, das soll mir eigentlich egal sein. So haben die auch jede Menge Platz. Dann gehen wir gleich auf die Suche nach unseren neuen kleinen Haustieren. Beziehungsweise suchen müssen wir nicht unbedingt, aber wir müssen sie zumindest einsammeln, sagen wir es mal so. Von daher ich sage mal so,
Je mehr wir davon sammeln, von Schweinen, Schafen, etc. pp. So, ja. So mehr können wir mit denen eigentlich an sich machen. So. Gut, Schafe sind eigentlich hauptsächlich relevant nur für Betten, wenn ich da mal ehrlich bin. Also, oder sagen wir zu werden, die mal ein Bett haben. Ansonsten. Ich wüsste jetzt gerade spontan nicht, ob wir das irgendwo hier in der Mod auch noch für was anderes brauchen. Warte, wir können hier mal gucken. Mal die verschiedenen Futtern mal durchgehen. Es da irgendwas gibt, wo wir vielleicht Schaf brauchen. Ja. Sieht nicht wirklich danach aus, ne? Gut, also Schaf ist vielleicht ein bisschen unrelevant, aber zumindest was Schweine. Das wäre nicht verkehrt. So, dann holen wir mal eben die Netze, zumindest leeren. Habe ich eigentlich schon Schweine und Schafe. Okay, habe ich. So. Fahren wir da rein. Geh da rein, Holzbar, geh da auch mal wieder rein. So. Wir haben. Ach komm, ich würde sagen, wir machen einfach mal alle. Oder? Können wir mal sagen. Ich glaube, wir haben gerade genau 8 Netze, also können wir uns vielleicht 4 Schweine nehmen, 4 Schafe, wenn die rein zufällig auch da sind. Und die entsprechende Anzahl dann. Dann passt das eigentlich auch ganz gut. Dann sind wir auch mal endlich versorgt. Meine sind sowieso hier vorne. Schwein 1, Schwein 2. Warum wäre noch ein viertes? Dann hätten wir damit jetzt. Damit hätten wir zumindest ein paar Schweine. Ich glaube, ich habe Leder immer noch. Ja, das habe ich schon mal weggepackt. So, dann geht es mal zu den Schafen. Vielleicht entdecken wir auch in der Zwischenzeit auch noch mal ein paar schöne Tiere. Ich meine, in Zukunft mal mitgehen lassen kann. Ja, hier ist nichts. Ach, stimmt, wenn ich überlege, eigentlich glaube ich, kann man schon was. Warte, kann man eigentlich mit Mais, Wolle mit dem Weiß, Meißel bearbeiten? Ne, nicht wirklich. Hätte ja sein können. Ach,
bin am Überlegen, ich weiß nicht, ob man auch aus Wolle Faden machen kann. Klingt absurd, aber würde mich jetzt interessieren. Haben wir denn die? Ach, ich bin eine Dosenschildkröte. Die haben wir ja schon mal entdeckt. So, erstmal Scheren. Wäre zu schön gewesen. Wir können ja mal die Weißen eben. Dann hätten wir schon, wenn wir schon hier sind. So, danke. Also irgendwo, egal. Ach, da unten ist er. Hätten wir ein schönes Schäflein. Und dich nehme ich auch mal mit. So, dann hätten wir jetzt unsere Tiere. Glaube, dich kann ich auch nochmal scheren. Du stehst da so schön. Die schere ich auch nochmal. Wenn ich jetzt auch so überlege, Schaffleisch, in welcher Version ist es jetzt eigentlich noch kommen? Also, ich glaube, ich ehrlich gesagt, mit Minecraft jetzt ehrlich gesagt auch nicht so ganz aus. Was so manche etwas spezieller denken. Oh, ich sehe ein Fröschlein. Ganz wichtig fürs Reptilienhaus. Irgendwo sind hier Frösche. Aber ich weiß nur nicht wo. Geht jetzt erst einmal zurück. Okay. Mal gucken. Ach gut, okay. Das Skelett hat uns nicht mitbekommen. Können wir jetzt ohne Probleme nach hier hinten hin. Eben schnell ein Bett herstellen. So. So. Und dann haben wir jetzt ein Bett. Endlich haben wir Tag. Ey, wie lange wir eigentlich sowas herbeigesehnt haben. So, und die Truhe, die stellen wir mal nach hier unten hin. Ich glaube, da packen wir allein nur irgendwelche Netze oder Gegenstände aus der Zava-Mod mit hinein. So. Alle Karotten brauchen wir. Okay. Oh, warte, ich mach mal eben die weite Tür zu. So, und bei dir müsste ich eigentlich warten, wenn du da mal rauskommst, aber das wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
Es ist schön gut, dass ich jetzt Schweinefleisch habe, aber. So. Das war jetzt ehrlich gesagt nicht der Plan. Naja, egal. Vielleicht suchen wir eben kurz eine erhöhte Position. Ja. Oh, Scheiße. Da ist ein Loch drinne. So. Dann können wir eigentlich, glaube ich, auch nicht mehr ausbuchsen. Hoffe ich zumindest. Ja, und damit würde ich auch sagen, was ist mit der Folge? Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und damit tschüss und bis zum nächsten Mal.